So, so sieht den Bierkönig auch ganz selten jemand. So, wir sind jetzt hier im Bierkönig und jetzt zeige ich euch mal das, was die Gäste normal nicht sehen. Mein Arbeitsplatz hinter den Kulissen. Kommt mit. So, jetzt haben wir die Heiligen Hallen betreten und wie man sieht, manch ein Gast kommt vom Flughafen direkt hier in den Bierkönig in das heilige Wohnzimmer, bevor sie überhaupt im Hotel einchecken. Alles gut. So, so sieht den Bierkönig auch ganz selten jemand, weil wir sind relativ früh heute hier. Normalerweise ist hier kaum ein Durchkommen. So sieht das Ganze aus, bevor dann hier heute Nachmittag oder heute Mittag der Ansturm startet. Ehrlich gesagt, in 19 Jahren habe ich das auch erst dreimal gesehen. Und meistens im Winter. Hier ist für die Gäste normalerweise Schluss, aber da gehen wir jetzt mal runter. Sind wir jetzt im Keller unter den feiernden Gästen und hier ist die Künstlerumkleide. Hier findet man sich dann vor dem Auftritt ein, macht sich noch was frisch, zieht sich um und startet dann von hier aus direkt in die Bühne. Hier haben wir ein bisschen was zum Sitzen, hinten ist eine Dusche und eine Toilette. Also von hier geht es dann vor die tosende Menge. So, und hier sind die Vorräte, die dann an so einem Tag bestimmt ganz locker mal durchgehen, wenn hier richtig was los ist. Hier haben wir ausreichend Bierfässer, Kühlhäuser, da hinten ist noch ein Kühlhaus, also hier sind einige Kühlhäuser, wo dann alles vorbereitet steht, dass es oben dann schön konsumiert. So, jetzt sind wir hinter der Theke vom Bierkönig. 100 Kellner sind hier unterwegs am Tag für 4.500 Gäste, die hier von 10 Uhr morgens bis 4 Uhr morgens feiern können. Also 18 Stunden am Stück und das 365 Tage. Kommt mal vorbei, guckt euch das Ganze an. Der Bierkönig ist immer eine Reise wert. Also nach 19 Jahren kennst du ja fast jede Fliese hier in dem Laden und auch die Kellner, die über Jahre oder Jahrzehnte hier arbeiten. Also der letzte wurde letztes Jahr verabschiedet nach 30 Jahren Zugehörigkeit und da ist so ein bisschen freundschaftliches Verhältnis. Ich gehe auch zu jedem hin, zu jedem Aufpasser, egal wer es ist. Ich finde, das sind alles sehr nette Leute und ja, Freundschaften haben sich daraus entwickelt. Das sind jetzt keine Freunde, mit denen man in Urlaub fährt, aber wenn man sich sieht, freut man sich, nimmt sich in den Arm. Erzählt ein paar Worte, das gehört auch dazu, dass man einfach Spaß hat, da wo man arbeitet, dass das ein gutes Gefühl ist. Ja, der Bierkönig ist unterteilt in einen neuen Bereich, das ist der, wo wir hier gerade stehen. Und es gibt den alten Bierkönig, da nennt man dann den alten Bereich. Und da gehen wir jetzt mal hin, den zeige ich euch nämlich auch noch. So, hier sind wir jetzt in dem alten Bierkönig-Bereich. Hier hat alles begonnen, hier wurden früher nur Auftritte gemacht, den neuen gab es gar nicht. Und da trete ich heute Abend auf, gehen wir mal hin. So, der alte Bereich im Bierkönig. Hier habe ich meinen allerersten Auftritt gemacht. Das ist mein kleiner Laufstall. Heute Abend darf ich hier auch wieder auftreten. Ich gucke mir das jetzt oben schon mal an. Ich hoffe, euch hat der kleine Rundgang gefallen und wir sehen uns im Bierkönig. Einen Fliegestuhl und ihr! Geh nach Haus, du hast den Silberbrot. Du fliegst raus, denn du bist ein Idiot. Geh nach Haus, du hast den Silberbrot. In Silberbrot. Haus, du Idiot!